Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundesminister Hohes Haus, liebe Österreicher. Ja, Frau Bundesminister, lange nicht gesehen, sofort wiedererkannt, könnte man heute auch sagen. Und ja, diese ganze Aktuelle Stunde ist ja unter einem sehr, sehr starken Titel: Stärkung von Frauen und Mädchen in Österreich. Und ja, Sie haben es ja auch gesagt, Sie reden von selbstbestimmtem Leben von Frauen, von echter Wahlfreiheit für Frauen, auch im Bereich der Kinderbetreuung. Nach 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren Regierungstätigkeit hätte ich mir aber gerade in diesem Bereich etwas mehr als Überschriften von Ihnen erwartet. Das Ganze ist ja ein inhaltsleeres Konzept, und ich werde gleich näher auf das Ganze eingehen. Die wesentlichste Aufgabe der Familienpolitik ist es doch, den Familien die Grundlagen zu schaffen, dass sie frei von wirtschaftlichen Zwängen entscheiden können, wie sie ihre Kinderbetreuung, ihre Haushaltsführung sicherstellen. Und zu meiner Vorrednerin, vielleicht sollte sie jetzt auch zuhören, denn ich glaube, dass dieser Antrag, der heute eingebracht wird, nicht ganz so schlecht ist, wie Sie es hier gerade vorhin verkaufen wollten. Denn ich glaube, es geht um eine echte Wahlfreiheit, um eine echte Wahlfreiheit für Mütter. Und dazu ist ein wesentlicher Bestandteil das Kinderbetreuungsgeld, nämlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zurzeit, wir haben das pauschale Kinderbetreuungsgeld oder das Einkommensabhängige für Besserverdienende. Wenn ich mir das pauschale Kinderbetreuungsgeld anschaue, dann muss ich schon sagen, dass noch immer mehr als 2/3 der Frauen weniger als 700 Euro im Monat, weit weniger als 700 Euro und weit weniger als die Mindestsicherung für die Kinderbetreuung zu Hause bekommen. Und ich glaube, die wichtigste Kinderbetreuungseinrichtung ist noch immer die eigene Mutter und nicht irgendwelche... Na, ich weiß schon, dass da wieder ein großer Aufruhr ist. Ja? Ich sage, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die wichtigste und wesentliche Kinderbetreuung schon die eigene Mutter und die familieninterne Kindererziehung und Kinderbetreuung ist. Na, ich weiß schon, dass das der SPÖ am liebsten wäre, ja? Das Kind bereits im Kleinkindalter in die Krabbelstube zu setzen, irgendwo in einem System aufwachsen zu lassen und möglichst wenig damit zu tun zu haben. In den normalen Familien ist es leider Gottes anders. Oder Gott sei Dank anders, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ja, gerade in diesem Bereich, da braucht es eine freie Entscheidungsmöglichkeit. Aber diese Bundesregierung nimmt den Frauen diese Wahlmöglichkeit ab, indem sie es sich gar nicht mehr leisten können. Sie können es sich gar nicht mehr leisten, zu Hause zu bleiben und in den ersten Jahren ihr Kind zu Hause zu betreuen. Weil dieser Bundesregierung nämlich die Kinderbetreuung zu Hause eine wertvolle Aufgabe weniger wert ist als die Mindestsicherung und irgendwelche Sozialprojekte von Wirtschaftsflüchtlingen, die da bei uns über die Grenze kommen. Da brauchen wir eine echte Gleichstellung und eine echte Anerkennung für diese wertvolle Arbeit, die unsere Mütter zu Hause leisten. Und ja, anstatt sich um diese Themen zu kümmern, die Frauen wirklich unter den Nägeln brennen, kümmert sich diese Bundesregierung um irgendwelche Placebo- und Alibi-Dinge wie einer Verhunzung unserer Bundeshymnische in der Vergangenheit passiert. Aber wir haben es heute wieder gehört, auch dieser sprachliche Gender-Wahn rückt ja immer mehr in den Mittelpunkt dieser Regierungstätigkeit. Frau Bundesminister, ich kann ja nur sagen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist ganz schön, und da kann ja in Richtung der Sozialdemokraten etwas sagen. Na, wer sind denn die Kollektivvertragspartner? Wer verhandelt denn das Ganze? Ja, wir sind's nicht, da sitzt schon ihr drinnen, ja? Volle Anrechnung der Kinderbetreuungszeiten, ein Einkommen zum Auskommen, nämlich auch im Bereich des Kinderbetreuungsgelds. Aber die Realität schaut ja ganz anders aus. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Viele schöne Überschriften,
viele schöne, aber inhaltsleere Überschriften, da steht nichts drunter und ich sage, da sollte man einmal etwas tun in diese Richtung. Ja? Wir brauchen ein Einkommen zum Auskommen für Mütter, für Frauen, die zu Hause die Kinderbetreuung leisten, aber gerade in diesem Bereich, da sind sie leider auf beiden Ohren taub. Und mit all Ihre Redezeit ist zu Ende, Herr Kollege.